jedoch den Rücktritt von Präsident Yassin Bey. Gestern hatte die Opposition zu einem Generalstreik aufgerufen, dem nicht wenige folgten. Es blieb ruhig im Land, was keineswegs vorherzusehen war. Sophie Rosenzweig und Stefanie Schori sind für uns in die togolesische Hauptstadt Lomé gereist, um die Vorbereitungen des Streiks zu beobachten. Meine Brüder, seit 50 Jahren leiden wir. Es reicht. Morgen ist der Tag, an dem wir Togo für tot erklären. Sie sind Studenten, Marktverkäufer, Lehrer und haben eines gemeinsam. Sie wollen den Machtwechsel. Die Lage ist sehr angespannt. Anstatt zu arbeiten, werden wir morgen für Togo ist tot demonstrieren. Togo ist tot. Dazu hatte die Opposition aufgerufen. Ein symbolischer Akt, um der Toten zu gedenken, die bei Demonstrationen im September ums Leben kamen. Isabelle Amigonvi ist Vizepräsidentin der Allianz für den Wandel, kurz ANC, der wichtigsten Oppositionspartei. Sie besucht ein Opfer der Rot-Baratzer jener berüchtigten Eliteeinheit der togolesischen Armee. Ich kam nach Hause und sah eine Soldatin. Sie rief mich. Ich ging zu ihr und kniete mich hin. Sie ohrfeigte mich und trat mir mit den Füßen in den Bauch. Als ich versuchte, wieder aufzustehen, fragte sie, wie ich es wagen könne, aufzustehen. Dann haben mich die anderen Soldaten auch noch getreten. Das weckt sehr böse Erinnerungen. Auch ich bin dreimal Opfer solcher Gewalt geworden. Menschenrechtsorganisationen kritisieren den bewaffneten Arm der Regierung. Am Morgen findet am Sitz der ANC eine Sondersitzung statt. Zum ersten Mal haben die Oppositionsparteien ihre Meinungsverschiedenheiten beiseite gelassen, um eine einheitliche Front zu bilden, mit dem Ziel, die alte Clique um Yassin Bey zum Abtreten zu bewegen. Mit dieser vereinten Opposition hat sich die Lage jetzt stark verändert und diejenigen, die versucht sein könnten, unsere Union zu zerschlagen, bekämen ernsthafte Probleme mit der togolesischen Bevölkerung. Denn auch die Zivilgesellschaft mobilisiert sich zum ersten Mal. David Dossé ist Chirurg und Mitbegründer der Bewegung Togo steht auf. Wie die Opposition fordert er den politischen Wechsel. Diese Scheidung ist offenkundig. Es ist unübersehbar, dass es auf der einen Seite Leute gibt, die die politische Macht haben, und auf der anderen Seite eine Nation, die nicht mehr bereit ist, ihnen zu folgen. Die Straße wird weiter Druck machen. Für die Machthaber wird es immer schwieriger werden, die Unruhen klammheimlich zu unterdrücken. Die Bevölkerung folgte dem Aufruf zur Aktion Togo ist tot nur teilweise. Doch die Opposition macht weiter Druck. Sie ruft alle Togolesen auf, am 5. Oktober auf die Straße zu gehen. Ein symbolisches Datum. Vor 27 Jahren hatte ein Volksaufstand die Militärdiktatur gestürzt. Kommen wir zu den Kurzen.